Ich trage einen Hut, damit keiner sieht, dass ich Akne habe. Ey Leute, was geht? Ihr seid bei JBCast TV und willkommen zu einem Video, wo ich draußen bin, das nichts mit der Mofa-Challenge zu tun hat. Manche von euch werden sich vielleicht darüber freuen. Auf jeden Fall, heute bin ich unterwegs und ich treffe mich mit einem guten Freund und Fotografiefreund von mir, der Felix Hepp. Und wir machen eine One-Shot-Foto-Challenge, die er auf seinem Kanal angefangen hat. Klingt sehr interessant, man darf nur ein einziges Foto machen über halt ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Location, und da wir auch bei JBCars TV sind, geht es heute um Autos. Und heute geht es ausnahmsweise mal nicht um Amelia, das war eigentlich der Plan, aber der Felix meinte, ein anderes Auto wäre vielleicht interessanter und es ist für mich auch was Neues, denn ich bin dieses Auto zuvor noch nie gefahren. Denn heute fahren wir den Cayman, unser Nürburgring-Rennstreckentool, das mein Vater gefahren hat immer. Und ja, es wird interessant. Vielleicht kann ich mich so ein bisschen ans Auto gewöhnen, sollten wir irgendwann mal zu einem Trackday fahren und ich dann dieses Auto schnell fahren darf. Auf jeden Fall hab's gerade aus der Halle raus. Sieht alles gut aus. Und ja, dann fahren wir jetzt mal zu ihm. Bevor wir allerdings zum Felix fahren, ist es erst einmal Zeit, mal wieder ein Auto zu waschen. Ja, ich weiß, ich zeige das immer wieder gerne, aber es sieht einfach cool aus. Vor allem jetzt hier in Slow Motion. Denn ein dreckiges Auto zu fotografieren ist eigentlich schwachsinnig. So, jetzt wo das Auto fertig ist, können wir jetzt zum Felix fahren. So, während ich jetzt auf den Felix warte, denke ich, kann ich euch sagen, was ich eigentlich ein bisschen erzählen möchte. Denn der Felix hat eine riesige Auswahl an Kamera-Equipment. Er könnte so ziemlich für jeden Dreh eine passende Kamera und passendes Equipment mitnehmen. Währenddessen habe ich diese eine Kamera und zwei Objektive und ich habe halt mein Stativ dabei. Mehr habe ich nicht. Und ich möchte sozusagen beweisen, dass man selbst mit so wenig Equipment, das jetzt nicht so viel kostet, trotzdem gute Bilder machen kann. Und ich glaube, deswegen muss ich irgendeinen Weg finden, den Felix ein bisschen einzubremsen. Ich glaube, ich weiß auch schon wie. Auf der Suche nach einer passenden Fotolocation machte ich mit Felix aus, dass wir insgesamt 5 verschiedene Bilder schießen werden. Ein normales Bild, ein Handy-Hintergrundbild, eine Detailaufnahme, ein Porträt und eine Actionaufnahme. Außerdem habe ich beschlossen, dass es bei dieser Challenge einen kleinen Haken für ihn geben wird. Wir dürfen für die Bearbeitung der Bilder kein Photoshop benutzen. Das heißt, die Bilder werden natürlicher und es wird nicht so viel rumgetrickst. So, Dolle, wir sind an der Location angekommen. Sie kommt euch vielleicht bekannt vor. Wir waren hier vor einer halben Ewigkeit fast. Schon und haben wahrscheinlich. Schon ein bisschen her, ja. Und haben die Julia und den 306er Cabrio von meiner Mutter hier fotografiert. Und den MR2, oder nicht? Nee, den MR2 haben wir nur in Reisdingen aus. Ja, stimmt. Den haben wir ja nur bei den Satellitenschüsseln gemacht. Immer noch mein Lieblingsvideo. Auf jeden Fall, wir sind jetzt ungefähr 1,5 Stunden rumgefahren, haben keine Location gefunden, also sind wir hierhin wieder zurück. Und ja, jetzt machen wir erstmal ein paar Fotoaufnahmen. Yes, sir. So, jetzt müssen wir erstmal einen gescheiten Winkel suchen zum Fotografieren. Ich habe mir vorher ein paar Tutorials angeschaut, so wie man gute Autoaufnahmen macht, und hoffe, dass ich die jetzt anwenden kann. Ja, damit ich vielleicht dann eine Chance gegen den da habe. Weil der hat insgesamt Equipment für, ich habe es jetzt vorher gefragt, so 13.000 Euro mit dabei. Und ja, gegen das muss ich antreten. Schauen wir mal, wie es wird. Dadurch, dass ich ihm die Möglichkeit genommen habe, mit Photoshop noch was nachzuarbeiten, muss er jetzt genauso intensiv gucken wie ich. Und ja, hoffentlich macht er einen Fehler oder hoffentlich sieht er einen Winkel nicht. Aber der Felix ist generell schon sehr gut darin, sowas zu finden. Wir haben tatsächlich noch nicht abgesprochen, was dann die Belohnung für den Gewinner oder die Strafe für den Verlierer sein soll. Also vielleicht kann ich mich rausreden, da irgendwas Schlimmeres machen zu müssen, wie zum Beispiel der Sinan, der jetzt baden gehen muss wegen der letzten Challenge, weil er die verloren hat. Jetzt werde ich mal ihm ein bisschen das Auto überlassen.
Zuerst machen wir das Modelbild, weil da habe ich schon eine gute Idee. Okay, lehnst du dich vielleicht... Du kriegst dir gerade mein Outfit her, Mission. Ja, und ich sag dir, wo du stehen sollst. Ja, genau. So, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich habe meine Actionaufnahme jetzt. Ah, ich krieg schon noch eine hin. Aber bin ich ganz entspannt. Ja, aber das ist schon ziemlich fortgeschritten, was ich gemacht habe. Ich bin gespannt, was du machst. Ich auch. Bin ich ehrlich. So, ich schätze, bevor ich mich mit Felix treffe, werde ich die Bilder noch einmal durchgehen und sie in Lightroom etwas bearbeiten. Also das hier sind die Bilder, die ich bisher gemacht habe. Ich habe mich entschieden, tatsächlich dieses süße Hundebild, weil Hunde sind süß, zu nehmen als normales Bild, aber keine Parameter gesetzt für das Foto. Dann das Hochkantbild, das ursprünglich das Querbild werden sollte, aber der Hund war süßer. Das Porträtbild mit Felix seiner Visage. Die Nahaufnahme. Ich hatte eigentlich gedacht, ich würde die Felgen fotografieren, aber die habe ich leider nicht richtig sauber gemacht. Und die Actionaufnahme, die kam so gut raus. So ein bisschen wie ein Double Exposure Effekt. So hier oben ist es eine Art Geisterauto. Auf jeden Fall muss ich die Bilder jetzt noch bearbeiten. Also ich mag meine Bilder generell immer etwas farbenfroher. Mit ein bisschen höherem Kontrast. Ich glaube, die Challenge werde ich verlieren, aber nicht wegen dem Equipment. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Ich glaube nicht, dass ich verlieren werde, weil ich nicht das passende Kamera-Equipment hatte. Ich glaube, ich werde verlieren, weil ich einfach noch nicht ganz so professionell bin und nicht ganz dieses fotografische Auge vom Felix habe. Ich meine, ich hab's, deswegen bin ich ja Fotografiestudent, aber genau deswegen bin ich ja da. Ja. Um das Ganze zu lernen, so ein bisschen. Ich glaube, ich werde mir jetzt nochmal das alte Video von Felix anschauen, werde mir schauen, was die Ergebnisse waren. Vielleicht kann ich ja daraus so ein bisschen schätzen, ob ich eine Chance habe oder nicht. Schauen wir einfach mal, was der Felix dann zu diesen wunderschönen Aufnahmen sagen wird. Also es kann sein, dass ich die Action vielleicht gewinnen werde, einfach weil er so viele Probleme damit hatte, aber ich habe mitbekommen, was er gemacht hat. Das kann gut aussehen, aber wie gesagt, er hatte nur eine Fotochance davon. Also, ja, schauen wir mal, wie es läuft. Hier sind meine Bilder, vorher und nachher. Ich finde, sie sind für einen Hobbyfotografen und Hobbyvideografen ganz gut gelungen. Sie könnten besser sein, aber ich meine, das ist auch der ganze Sinn der One-Shot-Challenge, eben, dass man auf den ersten Blick sagen kann, ja, das ist ein gutes Foto. Und, ja, ich sehe euch dann auf der Couch. So, Lolle, es ist Zeit, Leute. Wir gehen jetzt die Bilder durch. Der Felix hier in meiner lieben kleinen Höhle, sag ich mal. Und ja, wir haben die Bilder des anderen noch nicht gesehen. Ja, ich glaube, es wird ziemlich spannend. So. Ja, ich bin sehr gespannt, was du rausgehasselt hast. Ich bin auch sehr happy mit dem, was ich gemacht habe. Also bin ich sehr gespannt. Ja, ich gehe ehrlich davon aus, dass ich verlieren werde. Also ist eigentlich schon ziemlich klar. Aber möchte einfach mal schauen, wie nah ran an sein Level ich komme. Also... Das ehrt natürlich mich. Let's go! Legen wir doch mal das im ersten Bild. Als erstes Bild machen wir doch das normale Bild zuerst. Normale Bild? Das normale Bild, wo es keine Parameter gab. Bist du ready? Jo. Eins, zwei, drei. Oh, nice. Ja, das ist so ein bisschen Nahaufnahme. So schön die Hintergrundunschärfe. Ja, sieht schon aus. Aber okay, die Felgen hätte man ein bisschen mehr putzen können. Aber das ist meine Folge. Klar, ich hab damit gearbeitet, was ich bekommen habe. Und du hast natürlich den Hund gegrabt da. Und das, ich weiß nicht, ob das nicht eine unfair Advantage ist. Gut, welches ist das nächste Bild? Das nächste Bild ist das Hochkant-Handy-Hintergrundbild. Oh, da weiß ich auch noch nicht, welches ich nehme, ehrlicherweise. Oh Mann, ey. Ich habe multiple gemacht, immer, weil... Ja, egal. Eins, Three, two, zwei, drei. One. Batz. Oh, sehr ähnlich. Ja. Und die Farben sind bei mir deutlich anders auf jeden Fall. Ja, du hast alles sehr kalt und sehr blau gemacht. Meins ist so ein bisschen happy und ich habe so ein bisschen diesen Schein auf dem Auto drauf. So, als wäre es wirklich erhellt worden und die Bäume außenrum so ein bisschen dunkler.
Und ich stand deutlich weiter hinten. Ich bin auch weiter reingezoomt. Ja. Mit weniger Hintergrund. Sagt doch, welches Bild ihr als Handy-Hintergrund wirklich haben wollen würdet. Genau. Oh, das Porträt. Das Porträt? Das Porträt. Das ist auch das Bild, wo ich am meisten nachbearbeitet habe bei diesem hier. 3, 2, 1. Bats! Aha. Nicht sehr viel vom Auto, aber cooles Bild. So als WhatsApp-Hintergrundbild sähe das ziemlich nice aus. Aber ich finde dein Bild auch mega cool. Das Einzige, was mich, also ich meine, das mit dem Schwarz-Weiß finde ich cool. Da, wobei ich mich frage, warum dann nicht die Scheibe auch Schwarz-Weiß gemacht hast. Weil es so ein Blick sozusagen ist, so durch die Scheibe, andere Farbe. Ich fand es halt cool, dass man sozusagen auf das Bild schaut, zuerst denkt, oh, ist ja normal, aber der Hintergrund dann erst danach auffällt. Mhm. Ja. Und nicht in Photoshop gemacht. In Paint 3D. Absoluter Wahnsinn. Hier die Crappy-Programme nur auf JBcast.tv. Nahaufnahme. Okay, da werde ich komplett ablosen wahrscheinlich. 3, 2, 1. Ganz anders. Ja. Ganz anders. Ja, ich habe so ein bisschen mit Reflexion arbeiten wollen. Man sieht das so ein bisschen im Hintergrund. Ich finde es auch cool, wie sich das Rad sozusagen in der Reflexion weiterdreht, als wäre es ein Rad. Ja, aber ich finde es irgendwie schade, dass du den Kotflügel angeschnitten hast. Also warum hast du nicht das ganze... Also ich hätte das ganze Auto drauf gelassen, glaube ich. Eigentlich relativ klar, dass du da gewonnen hast, aber ja. Vor allem ist es super scharf, ne? Ich meine, wenn du drauf gehst, dann gehst du drauf. Ja, okay, deine Kamera ist auch so hier, wie viel? 1000 Euro? Meine ist 1000. Moment, mit beiden Objektiven. Also das ist irgendwie 600 Euro Kamera. Naja, klar, die Kamera kostet 2,8. So, das letzte, da bin ich gespannt. Ich glaube, da rechnet er sich am meisten Chancen aus, auf jeden Fall zu gewinnen. Ich hoffe es. Da bin ich auch nicht so confident, ob das so geil ist. Also, und das, was Jochen gemacht hat, wollte ich da nicht nachmachen, weil ich mir dachte, Trommelwirbel. 1, 2, 1. Ah, das ist wirklich gut geworden. Ja, aber dann ist auch cool. Ja. Ja, der Effekt mit dem, es war eine Achtelsekunde Belichtungszeit und während der Belichtungszeit dann rausgezoomt. Und deswegen, und ich habe auch noch zusätzlich in Lightroom das ganze Bild verzerrt. Du siehst hier, wie die Bäume schief stehen, sodass alles zum Zentrum hin reingezogen ist. Kam richtig gut raus und hier hinten sieht es auch so aus wie eine Doppelbelichtung. Ja, auf jeden Fall. Das Geisterauto. Aber ich finde es mega cool. Da sind wieder die Bilder nicht wirklich vergleichbar. Nee. Aber auf jeden Fall haben beide was von Action, nicht? Ja, das sind halt wahrscheinlich die Unterschiede, ich als Fotograf, du als Auto-Head. Mhm, Car-Guy. Ja, aber ich glaube, da kommt auch so ein bisschen einfach die Erfahrung dazu. Machst du jetzt schon ein bisschen länger. Ja, kann auch sein, klar. So Leute, das war's soweit. Vom Gefühl her, ja, ich werde wahrscheinlich schon verlieren. Aber das liegt nicht in unserer Hand, das liegt in eurer Hand. Schaut auf jeden Fall auf Felix seinem Instagram und meinem Instagram vorbei. Hier sind die Namen, ja. Da wird eine Abstimmung sein, wo ihr dann 1 oder 2 abstimmen könnt. Und nur so als Tipp, Nummer 1 ist meins, also stimmt auch für Nummer 1. Und wer vertauscht jetzt die Bilder? Ja, auf jeden Fall hat eine Menge Spaß gemacht, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe überhaupt keine... Also wenn ich schon verliere, ja, mir wird es ehrlich nichts ausmachen, wenn ich jetzt irgendwie in einen See hüpfen dürfte, weil es ist so warm hier drin. Da müssen wir mal gucken, ob das nicht schon ein bisschen zu langweilig ist. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Schaut auf jeden Fall immer wöchentlich auf diesem Kanal vorbei, denn ich, im Gegensatz zu ihm, bringe meistens wöchentliche Videos raus. Und dann darf man auch nicht vergessen... Schaut euch seinen Kanal an. Schaut meinen Kanal an, aber in erster Linie, um hier zu supporten, driftet eure Finger über den Like- und Subscribe-Button, lasst einen Kommentar. Komm. Aktiviert die Glocke und... Komm, lass den Profi arbeiten. Also, wenn euch das Video gefallen hat, driftet eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Burnout auf den Like-Button, fahrt bei unseren Instagrams vorbei und wir sehen euch, oder ich sehe euch, in den nächsten Videos. Ciao, ciao. Servus.